Hi, mein Name ist Tah hier. Ich bin Audio- und Videoproducer bei Sinfony. Man kennt mich ja auch unter dem Namen Takis. Wir sind mittlerweile beim dritten Block angelangt. Und für den dritten besonderen habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar meine kleine Schwester Hanife. Hani, sag mal hi. Hi. Ist sie nicht süß? Auf jeden Fall hat sie ihr Teil dazu beigetragen und wir wünschen euch mit dem neuen Video viel Spaß. Euer Takis und Honey. Bye bye. Am 20.02.1989 kam ich auf die Welt mit nur einer Absicht, das Leben meiner Familie zu ändern. An sich waren wir nur Ausländer, doch schon bald fing ich an, alles auszutesten. Hab durch Menschen gelernt, ein Lächeln aufzusetzen. In der Schule war ich nicht wirklich der Beste, fing an, Illusionen mit der Welt zu verwechseln. Ich war gerade mal 15 Jahre und ich wusste genau, ich werde Superstar. Und ich kam durch die Welt, bereiste Deutschland. Was ich nicht sah, waren die ganzen Heuchler. Wollte frei sein, habe alles um mich vergessen, sodass meine Mutter sah, ich bin besessen. Und als ich dann ihre Tränen sah, wusste ich, ich war Demente nah. Es tut mir leid, ich hab ne Zeit lang nicht gesehen, was gut ist. Du hast immer gesagt, pass nur auf dich auf. Egal was auch passiert, du kannst immer nach Haus. Hey, es tut mir leid, ich hab ne Zeit lang nicht gesehen, was gut ist. Du hast immer gesagt, pass nur auf dich auf. Egal was auch passiert, du kannst immer nach Haus. Ich bin heute dankbar, denn alles, was ich anfasse, ist so traumhaft, als wäre ich der Sandmann. Aus dem Jungen, der Romalbart ist, ein Mann geworden, der Verträge schließt durch Anschlag. Meine Eltern dachten sich damals ab in die Schule, dann auf zur Arbeit. Doch meine Pläne sehen anders aus, irgendwann, ja, da wandere ich aus. Hey Gott, ich hab dir mein Wort gegeben, ich bin nicht perfekt, doch lass ab jetzt Taten regnen. Denn in diesem Leben muss ich viel hinnehmen, so wie du es entscheidest, ich bleib dir ergeben. Bin vielleicht vom Weg abgekommen, doch zum Glück hast du dann meine Hand genommen. Und meine Eltern haben auch wahrgenommen, ich bin dank euch allen wieder angekommen. Yeah.